Tom's Talk Time, Folge 539. Ich habe einen Coach gesucht. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich grüße dich heute aus der alten Heimat. Wir sind heute im hohen Norden der Republik und zwar genauer gesagt in Kiel. Und meine Leitung geht nach Frankreich und zwar in die Pyrenäen. Bei mir im Interview ist heute der Uncas Gemmiker. Uncas, schön, dass du dabei bist. Hallo Tom und ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Besonders freut mich natürlich, dass ich wieder einen Podcast-Kollegen heute dabei habe und bin echt schon wieder sehr drauf gespannt. Dein Podcast Bio 360 zurück ins Leben, der ist auch relativ frisch am Markt und ich denke mal, da werden wir heute auch noch so ein bisschen drüber quatschen. Aber bei dir geht es ja eigentlich drum, wie es natürlich auch bei deinem Podcast ist, von wegen zurück ins Leben. Sowas macht mir dann nicht ganz ohne Grund so ein Titel. Du bist sozusagen vom Rockstar gekommen und zum Rockstar wieder geworden über ein paar Umwege. Kurz zur Erklärung. Angefangen Musik, Rockmusik hast du gespielt, auch recht erfolgreich und hast dann auch Veranstaltungstechnik gemacht und hast dann gemerkt, dass dann irgendwie so nicht so prickelnd war mit Gesundheit und Lifestyle und so und bist dann jetzt letztendlich zurück zum Podcasting gekommen und machst jetzt deine nächste Rockstar-Karriere hier als Podcaster mit einem viel gechillteren und viel gesünderen und cooleren Leben. Ist das so als grober Überblick richtig? Ja, das war die absolute Express-Version. Okay. Das ist so ungefähr richtig. Genau, da gab es ein paar interessante Stellen, an denen ich so ein bisschen vor die Wand gelaufen war. Und wo ich auch nach einer neuen Orientierung gesucht habe und wo es mir geholfen hat, eigentlich einfach mal die Frage zu stellen, was will ich überhaupt, und ich das auch ausgesprochen habe. Und dann ging es dann auch irgendwie weiter und dann so habe ich dann eigentlich meine Berufung mindestens zweimal gefunden. Okay, hört sich schon mal sehr spannend an und ich glaube, genau diese Frage, was will ich überhaupt, ist eine extrem wichtige Frage, aber da kommen wir nachher sicherlich auch noch zu, vielleicht noch kurz vorab. Gib uns noch mal ein bisschen mehr Überblick über dich. Wer bist du? Vielleicht kurz ein paar Sätze privat. Was macht der Uncas so, wenn er mal eben nicht vorm Mikrofon sitzt? Und dann natürlich auch was über dein Business. Was machst du aktuell? Wie bist du da hingekommen und so weiter? Ja, also wenn der Uncas nicht vorm Mikrofon sitzt, was macht er dann? Im Moment nicht viel anderes. Ich arbeite... Okay. Ja, das war in der Vergangenheit sah das ganz anders aus, aber im Moment arbeite ich halt massiv wirklich an meinem neuen Projekt, weil mir das auch viel Freude bereitet und ich es jetzt aber auch mal wissen will, so richtig. Und ich war Musiker, habe versucht mit Rockmusik mein Geld zu verdienen. Das hat nur begrenzt geklappt. Ich hatte aber mehrere Plattenverträge und war viel auf Tour und so weiter. Und dann bin ich irgendwann ausgewandert nach Spanien, über Südamerika nach Spanien, habe dann viel mein Leben im Outdoor-Bereich verbracht und so weiter. Über Südamerika nach Spanien? Ich meine, man kommt auch direkter nach Spanien, das weißt du schon. Du musst nicht mit dem Chef fahren. Ja, soll ich da gleich einsteigen oder? Nein, alles gut, sorry, das war eine unqualifizierte Bemerkung meinerseits, die dich natürlich unterbrochen hat, aber das war eine Steilvorlage. Ja. Ja, nee, es ist halt so, dass früher mein Leben war halt also lange Zeit sehr, sehr ungesund, von richtig schlechtem Schlaf über diese ganzes, ich habe in der Bar gearbeitet, so fingst du vielleicht meine berufliche Karriere an und gleichzeitig halt Rockmusiker im Studio gearbeitet und alles war immer nachts und im Dunkeln und da war nichts mit Vitamin D bilden oder sowas. Und das hat halt ganz relativ lange funktioniert. Und dann habe ich ein paar Südamerika-Reisen gemacht, bin erstmal nach Ecuador und dann eine ganz lange einjährige Reise wirklich durch ganz Südamerika. Und da war ich dann plötzlich immer draußen. Ja, ich habe den 5.900 Meter hohen Cotopaxi in Ecuador bestiegen. Ich bin mit Delfinen in der Karibik geschwommen. Ich habe Canyoning gemacht. Ich habe Rafting gemacht. Ich habe Gleitschirmfliegen in Peru gelernt, in Cusco.
und so weiter. Und plötzlich wurde mir klar, nach circa einem halben Jahr habe ich ein Trekking gemacht in der Cordillera Huayhuash, eines der traumhaftesten Berggebiete, was es so gibt, also auf jeden Fall in Südamerika, saß zwischen den Gletschern und dachte mir plötzlich, dieses Leben, was du früher hattest, im Dunkeln und auch in Wuppertal, da komme ich her, ich habe mir eigentlich die Frage gestellt, ist das, was ich früher hatte, ist das das Beste oder ist der Ort, wo an dem ich gewohnt habe, ist das der schönste Ort der ganzen Welt? Und die Antwort war nein. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wäre es möglich, dass es noch einen anderen Ort gibt, der eventuell etwas schöner sein kann? Und dann war die Antwort ja. Und dann habe ich eigentlich mich gleich für Spanien entschieden, weil Südamerika war ein bisschen weit weg. Und wollte es dann ausprobieren und ich hatte bereits ein bisschen Spanisch gelernt. Okay. Das heißt, von Südamerika dann rüber wieder nach Spanien. Ja, so in etwa. Also kurz nach Deutschland einen Postbus gekauft. Postbus. Da ein Bett reingezogen. Ein Postbus, okay. Ja. Kennst du diese alten Pakete? Die gibt es ja heute auch noch, aber die älteren Paketdienstwagen, also hinten so ein Aufbau drauf, genau. Und da einfach relativ einfach ein Bett reingemacht und damit dann langsam über Österreich, Frankreich, dann nach Spanien gefahren und dann im letzten, eigentlich von einem Gleitschirmgebiet zum nächsten und dann im allerletzten, nett aufgenommen worden und dann bin ich da 10 Jahre lang geblieben in so einem kleinen Bärchen. Wow, okay. Nicht schlecht. Und wie ging es dann weiter? Da ging es... Ich meine, jetzt bist du ja in Frankreich. Genau, ja. Dazwischen ist aber noch einiges passiert, aber weil da kommt für mich eine der wichtigsten Stationen. Ich hatte eine Trennung von der... Ich habe eine Tochter und da gab es eine Trennung von dieser Familie und dann hatte ich einen Unfall mit dem Fahrrad und dann noch eine Operation aber spätestens nach dem Unfall mit dem Fahrrad konnte ich keinen Sport mehr machen und dann fing bei mir eine Phase der chronischen Müdigkeit an und die ging, je nachdem wie man es rechnet, 4 bis 6 Jahre und das war so extrem mitunter, dass ich habe oft gesagt, 99-Jähriger, einen Tag vom Tod, also ich... Ein Kaffeebecher von links nach rechts stellen auf dem Tisch war für mich schon ein Kraftakt. Krass. Und oder 3 Stufen hochgehen oder sowas. Eine Bergbesteigung, wirklich. Und ich war eigentlich nicht mehr richtig in der Lage, mein Leben zu leben. Und ich war auch nicht in der Lage, mit meiner Tochter richtig umzugehen. Denn wenn man Kinder, also diejenigen, die Kinder haben, die wissen, die brauchen eine Menge Energie, die brauchen eine Menge Aufmerksamkeit und ich hatte die nicht. Ich war nicht in der Lage, diese Energie meiner Tochter zu geben, geschweige denn mit ihr zu spielen im Sinne von, komm Papa, wir spielen Fischer, wie tief ist das Wasser oder solche Geschichten. Das ging überhaupt nicht, das war völlig, völlig illusorisch. Okay. Und seitdem ist es eigentlich mein Antrieb, mein innerer Antrieb, wie der Fischer, wie tief ist das Wasser mit meiner Tochter spielen zu können. Na, ich sage das jetzt so ein bisschen scherzhaft, aber das meine ich durchaus ernst. Ja. Also mit meiner Tochter auf einer Höhe zu sein, was Energie angeht und einfach für sie da sein zu können. Ja. Und sie kannte ihren, seit sie quasi 2,5 ist, kennt sie ihren Vater nur als Papa hat keine Energie, kann ich jetzt nicht und so weiter. Okay, das ist natürlich auch nicht schön. Genau. Ja. Ja, und dann bin ich nach Peru nochmal gefahren. Da ging es mir zu dem Zeitpunkt ein bisschen besser. Hatte ich mich per Fasten und was weiß ich, hatte ich mich ein bisschen aufgepäppelt und habe dann da einen Unfall gehabt. Dazu muss ich sagen, ich hatte vorher eine ganze Serie von Unfällen und hatte schon vorher etwas so das Gefühl, dass mir das etwas sagen möchte. Einmal war ich in ein Loch gefallen, in ein tiefes Loch und habe mir da 2 Rippen gebrochen. Also wortwörtlich jetzt in ein Loch. Also jetzt nicht sinnbildlich, genau. Sondern... Ja, beides. Ja, beides. Genau. Ne? Genau, ich war in Portugal und hatte mal wieder aufgehört, Alkohol zu trinken, mal wieder aufgehört zu rauchen, was ich ansonsten aber ganz ordentlich gemacht habe in meinem Leben. Also wie gesagt, die ersten 20 Jahre meines Erwachsenenlebens waren eher Sex and Drugs and Rock'n'Roll und weniger mehr Energie für ein erfülltes Leben. Und
es gab aber immer wieder Versuche, da so ein bisschen rauszukommen, und das war jetzt wieder einer, und ich war in Portugal, hatte da gearbeitet und mir ging es eigentlich blendend und mir war klar, dass das mein Leben befruchtet, wenn ich gesünder lebe. Und kurz gesagt, kam dann doch alles wieder anders. Ich habe einen Nachtspaziergang gemacht und bin dann in der Baustelle wirklich in ein solches Loch gefallen und gleich mit meiner Rippe auf so eine Kante von so einem Kanaldeckel und habe mir dann zwei Rippen gebrochen. Und das war für mich jetzt dann schon so ein Augenblick, wo ich dachte, naja, du fällst in ein tiefes Loch, jetzt hast es mal wieder nicht geschafft, sozusagen. Mhm. Und ich hatte also das Gefühl, dass diese Unfälle mir was sagen wollen. Und dann bin ich nach Peru, und das war seit 10 Jahren mein Wunsch, dort wieder hinzukommen und mit meinem Gleitschirmlehrer fliegen zu gehen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann dort einen Unfall gehabt mit dem Gleitschirm. Habe mir meine Achillesferse gerissen. Und das Gleiche war 10 Jahre zuvor schon meiner Freundin passiert, als ich nämlich 10 Jahre vorher da war. Und da wurde mir dann auch klar, das hat jetzt schon wieder nichts mit Gleitschirmfliegen, mit Windverhältnissen oder sonst irgendwas zu tun, sondern hier gibt's eine Botschaft für mich. Und dann fing für mich eine spirituelle Reise an. In Peru, das ging über Reiki, Theta Healing, habe ich diverse Workshops gemacht. Und da gab es ein schamanisches Ritual, und da habe ich dann zum ersten Mal ganz klar für mich formuliert, den Job, den ich bisher mache, also Veranstaltungstechnik, den mache ich, und der ermöglicht mir ein gutes Leben. Ich arbeite relativ wenig, und mein Leben in Andalusien ist locker und leicht, und ich sorgt mich nur darum, wann gehe ich heute Gleitschirm fliegen oder gehe ich heute klettern oder fahre ich heute mit dem Fahrrad. Aber der Job an sich erfüllt mich nicht. Das Lösen von Problemen, technischen Problemen, die es 2-3 Wochen später nicht mehr gibt, erfüllt mich nicht. Und habe dann innerhalb von so einem schamanischen Ritual eigentlich den Wunsch ausgesprochen, ich möchte gerne etwas von Herzen tun, etwas, was ich mit Leidenschaft tun kann. Und das haben wir dann, dieses kleine Ritual gemacht. Und das Erste, was danach passiert ist, ich habe dann die Firma angerufen, für die ich die meisten Jobs mache, habe gesagt, hey, wie sieht's aus mit Jobs in diesem Sommer? Und dann haben die gesagt, ja, weißt du noch nicht, wir arbeiten nicht mehr mit Freelancern zusammen. So, oh. Okay. Dann war der Job erstmal weg. Und als ich dann zurückkam nach Spanien, war die Mutter meiner Tochter nach Frankreich ausgewandert. Ich habe wieder die Sachen in meinen Bus gepackt, das ist wieder ein anderer Bus, und bin dann nach Frankreich und wusste, ich werde jetzt erstmal kein Geld verdienen, ich spreche die Sprache nicht, und war dann auf so einer Reise ins Ungewisse hinein, eine nebulöse Reise. Im Grunde genommen bin ich mit Yoga und Reiki bin ich erstmal losgestartet und habe einfach irgendwie gegoogelt und Leute angerufen und habe gesagt, hallo, ich bin hier neu in deinem Land, ich spreche die Sprache nicht, ich interessiere mich für Yoga und Reiki, können wir uns mal treffen, so ungefähr. Und ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Ich habe dann irgendwann angefangen, als Therapeut, Coach zu arbeiten, also so im Bereich Emotionen und so weiter. Ich habe so geführte Reisen und solche Geschichten dann gemacht. Das kam so alles so zu mir. Und ich habe dann irgendwann angefangen, Selbsterfahrungsseminare zu geben im Bereich Vergebung und Selbstliebe. Okay. Ja. Spannendes Thema. Also es hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Gerade, ich meine, so wir Männer, ich meine, hey, wir reden von Motoren, Benzingestank und, ne, und alles, was männlich ist. Aber wenn Männer dann reden von wegen hier mit Selbstliebe und Vergebung, dann wird man oft so in diese Weichspülerecke irgendwo geschoben. Was ich persönlich ziemlich schade finde, weil mir zeigt das halt auch oft auch an Hörerpost und so weiter, dass das Thema Selbstliebe, dass da viele echt ein Problem mit haben, und gerade auch immer mehr Männer, die das langsam mal checken, ey, das ist ein wichtiges Ding. Darum finde ich es eigentlich ganz cool. Mhm. Ja, natürlich. Und diese lange Phase der Krankheit, die hat mich eigentlich da erstmal so ein bisschen in die Kompetenz gebracht, sag ich mal. Denn ich bin da selber in Kontakt mit mir selber gekommen. Ja, ich habe einfach oft, ich war wahnsinnig viel alleine und habe wirklich da kauernd auf dem Sofa oder wo auch immer gesessen und hatte niemanden, mit dem ich reden konnte. Ich hatte
ich konnte die Situation auch nicht ändern. Und wenn das, wie gesagt, das ging 4 bis 6 Jahre. Das ist, wenn du da mittendrin steckst, hast du irgendwann die Perspektive, das hört jetzt nie wieder auf. Ja. Und es ist ja auch wieder, es gab ja dann vielleicht schon mal ein bisschen höher Momente, wo es ein bisschen besser lief oder so. Aber bei allen Anstrengungen immer wieder diese Tiefs auch, wo du denkst, boah, ja. ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und das sind halt die Momente, wo du ganz gut mit dir umgehen musst, weil ansonsten machst du dich halt selber noch kaputt. Ne? Ich denke, dass ich da viel gelernt habe und dass mich das dann halt auch auf so ein bisschen so einen Weg in so eine spirituelle Richtung gebracht hat oder gelenkt hat. Ich habe natürlich dann auch mich ein bisschen mit solchen Themen dann angefangen auseinanderzusetzen, ein paar Bücher gelesen und so weiter. Und da so eine gewisse Sanftheit dann auch entwickelt, die ich vorher nicht hatte, und aber auch eine Offenheit. Also es gab mal so einen Moment, da hat jemand auf einer Party zu mir gesagt, das war noch in Spanien, das war eine Frau, und die sagte, ja, hör mal, du, deine Freundin, das ist ja so ein Engelchen, so ein Sonnenschein, aber du bist ja so ein ernster Typ. Erstmal war ich so ein bisschen sauer, dachte ich, die hat sie ja wohl nicht alle. Ja. Und dann später habe ich darüber nachgedacht und dachte ich, oh Mann, ich glaube, sie hat recht. Wie bin ich denn zu einem ernsten Typen geworden? Ja. Das gab es ja früher nicht, das ist ja neu. Ja. Und diese Verhärtung, die gab es dann mindestens 2 Mal in meinem Leben, wo ich so auch in einer Beziehung steckte, die nicht so richtig nach vorne ging und mich so innerlich eigentlich kalt gestellt habe. Und diese Phase des Leidens, auch die hat mich eigentlich innerlich auf irgendeine Art auch erwärmt und alles zum Schmelzen gebracht. Und plötzlich, als ich dann in Frankreich war, hörte ich Menschen über mich reden, die dann mich ganz anders plötzlich beschrieben haben. Der nette Typ, der unglaublich sympathische, der offene, der so und so war. Und da habe ich dann gemerkt, oh, da hat sich wirklich eine ganze, ganze Menge verändert. So gesehen ist das ein Gewinn, den ich aus dieser Leidensperiode gezogen habe. Der zweite Gewinn wäre dann das. Dazu kommen wir genau jetzt. Was machst du jetzt heute und vor allen Dingen, was begeistert dich an dem, was du heute tust? Ja, vielleicht erzähle ich noch kurz in 3 Sätzen, wie ich rausgekommen bin oder warum ich das mit den Workshops und so nicht mehr mache. Für mich fing diese Geschichte mit dem Reiki sehr, sehr imposant an, weil ich gleich mega Visionen hatte. Ich habe dann ein paar Leute mal so ein bisschen behandelt, in Anführungsstrichen mal Sessions mit denen gemacht und habe gleich Hellsichtigkeit entwickelt. Also ich konnte wirklich einfach Informationen bekommen. Ich wollte Energie in ein Knie oder irgendwo reinschicken und es ging nicht. Ich konnte es einfach mir gar nicht vorstellen und konnte dann einfach fragen, was ist da los? Habe die richtige Antwort bekommen, die ich halt dann hinterher mit der Person dann auch das hat mir dann halt die Person danach gesagt, ja, okay, stimmt, ich hatte dann das und das, diesen Unfall oder diese Operation. Und ich habe dann aber, als ich dann nach Frankreich gegangen bin, ging halt meine chronische Müdigkeit wieder los und ich konnte mich selber nicht heilen. Und auch niemand anderes konnte mich heilen. Und das hat mir dann den ganzen Glauben genommen. Und mit diesem Glauben habe ich mich dann so langsam, aber sicher so ein bisschen aus diesem Bereich verabschiedet. Und die Heilung kam dann später, so das war 2000, lass mich nicht lügen, Anfang 2015. Und das ging dann eher über andere Strategien des Biohackings und einfach ja Strategien für mehr Gesundheit. Und das einfach das enorme Wissen, was ich in dieser ganzen Zeit angesammelt hatte, weil ich habe die Jahre auch dieser chronischen Müdigkeit eigentlich dazu genutzt, wirklich immer zu forschen und Sachen an mir auszuprobieren. Und irgendwann hat es halt diesen Threshold, diesen Schwellenwert einfach gegeben, wo es dann plötzlich geklappt hat und mir es dann wirklich besser ging. Das heißt, heute machst du dann praktisch diese Behandlungen oder was machst du jetzt konkret heute? Das habe ich erstmal völlig ad acta gelegt. Wie gesagt, ich hatte den Glauben verloren und habe mich dann mehr so auf den physischen Bereich konzentriert und selber viel gelernt. Und ich habe dann irgendwann
so viel Wissen gehabt, dass ich, muss sagen, meiner Umgebung so ein bisschen auf den Nerv gegangen bin, ja, indem ich halt Vorträge gehalten habe und ständig irgendwelche Sachen kommentiert habe. Oh, das ist jetzt aber nicht so gesund, was du da gerade isst. Und so. Hey, das heißt, du warst als Missionar unterwegs. Ja, das ging so ein bisschen in die Richtung. Und dann wurde irgendwann klar, langfristig brauche ich irgendeine Art von Ventil. Es kann nicht sein, dass ich das ganze Wissen jetzt nur für mich habe und dass das nur für meine eigene Heilung gut ist, sondern ich hatte so das Gefühl, irgendwann brauche ich was, wo ich das ein bisschen umsetzen kann und das mit Leuten teilen kann. So weit war es dann aber noch nicht. Und ich habe dann erstmal noch 2 Jahre in meinem alten Job gearbeitet, war in Brasilien, habe ein bisschen Portugiesisch gelernt, Tauchen gelernt und so weiter. Und dann hatte ich schon so ein bisschen die Vision, okay, ich möchte jetzt ein neues Projekt starten. Und bevor ich noch wirklich mich entschieden hatte, was es sein würde, habe ich einen Freund in Tansania besucht. Und bin dann da ein bisschen rumgereist. Ich habe zu der Zeit viele Podcasts gehört, amerikanische Gesundheitspodcasts. Erfolgspodcast hast du vergessen. Und Erfolgspodcast natürlich gehört. Tatsächlich habe ich deinen Podcast gehört vorher. Das sollte jetzt nur so ein kleiner Spoiler sein, aber. Nein, ich kannte dich schon vorher. Also ich bin in das ganze Thema Podcast so ein Jahr vorher oder sowas eingestiegen und habe einige Sachen gehört. Und das war mir alles sehr, sehr sympathisch und ich hatte auch Lust, in so eine Richtung zu gehen, wusste jetzt aber noch nicht wirklich, wie das jetzt aussehen kann. Und dann war ich im Westen von Tansania am Lake Tanganyika. Das ist so ein 630 Kilometer langer See. Wirklich, also man kann wirklich sagen, am Arsch der Welt. Man kann rüber gucken zum Kongo. Und ich komme da gerade an und gehe morgens, das war so ein schöner Ort, so ein bisschen so eine Lodge oder sowas. Ich war da nur einen Tag. Aber warum ich da war, weiß ich, denn ich sollte den Florian treffen und der Florian war Podcaster. Und ich setze mich morgens so neben ihn und wir trinken Tee und Kaffee zusammen. Und ich sag so, was machst du so? Und er so, ja, Podcasts. Ich so, wir beide müssen uns unterhalten. Welcher Florian? Von welchem Podcast? Der hat einen Podcast namens Simplicity of Happiness. Ja, okay, sag mir mal was auf jeden Fall. Genau, und der hat sich in Lodge eingekauft auf Sansibar, das ist also eine Insel in Tansania, und hat besitzt zwei Koffer und eine Lodge und referiert über die Einfachkeit des Glücklichseins. Ja, auf jeden Fall war das für mich Inspiration genug. Und als ich zurückkam, habe ich so ein paar Themen auf den Tisch gelegt und es gab auch ein paar Sachen, mit denen man hätte vielleicht einfacher und schneller Geld verdienen können, aber ich habe sie nicht gewählt, weil es mir wichtig war, etwas mit Freude und Leidenschaft zu tun, so wie ich es ja auch damals schon dem Universum gegenüber, sage ich mal, erbeten hatte. Und bin dann dem Ruf des Herzens gefolgt und habe dann ein Podcast zum Thema Gesundheit gemacht. Mehr Energie für ein erfülltes Leben. Bio 360. Okay. Das heißt, das ist jetzt dein aktuelles Projekt, oder? Genau, das ist mein aktuelles Projekt und da gebe ich gerade richtig Gas und will versuchen, das zu meinem Hauptberuf zu machen. Okay. Wie und womit verdienst du denn jetzt da ganz konkret dein Geld mit den aktuellen Projekten? Oder was ich Investitionen oder was weiß ich, wo das die guten Scheinchen noch alle herkommen. Ja, die guten Scheinchen, die kommen, die liegen auf der Bank. Die habe ich in den letzten 3 Jahren durch meine Veranstaltungstechniker-Tätigkeiten erworben, gemacht. Mhm. Und im Moment ist es so, dass mich das Projekt eher Geld kostet. Mhm. Okay. Und weil ich bisher habe ich einfach nur einen Podcast gemacht. Ich bin gerade auf Partnersuche und es gibt Millionen Dinge zu tun, aber es geht jetzt definitiv auch in Richtung Strategie Monetarisierung und es wird es wird Produkte geben, es wird einen Kursus geben und so weiter. Das ist jetzt aber alles noch in der Planung. Ich bin jetzt gerade dabei, den Podcast neu zu launchen. Das ist jetzt, wenn die Podcast-Episode rauskommt, schon geschehen. Bio 360 zurück ins Leben.
Bisschen nach meiner Geschichte, ja, wie man wieder zurückkommt in die eigene Energie. Und ich möchte einfach die Leute inspirieren, die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und Verantwortung wieder zu übernehmen für die eigene Gesundheit und dafür richtig viele klasse Tools den Leuten in die Hand geben. Ja, das macht Sinn. Ich glaube, das Thema Gesundheit, ich meine, es hört sich zwar an wie eine Floskel, so ein bisschen abgedroschen. Gesundheit weiß man erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat, aber das bringt es auf den Punkt und das bestätigt einfach jeder. Solange du wirklich gesund und fit bist, denkst du, ja, ja, passt schon, ich fühle mich gut. Ja. Aber wenn dann halt mal ist, und das ist völlig egal, ob das Knie zwickt, ob es im Rücken kneift oder im Ellbogen oder im Nacken oder sonst wo, das ist scheiße. Und das merkst du aber halt erst dann, wenn sich der Körper beschwert. Ja, ganz genau. Und ja, das kennt ja jeder, ne? So wie du sagst, wenn das Knie zwickt, dann merkt man schon, dass das Gehen ein Geschenk ist. Ja. Ne? Oh, und dass man eigentlich jeden Tag, wo man einfach nur, wir reden jetzt gar nicht von Marathonlaufen oder Rennen oder irgendwas, sondern einfach in der Lage sein, mal 3 Kilometer am Stück schmerzfrei gehen zu können, ist ein Geschenk des Himmels und man kann jeden Tag wirklich in Dankbarkeit verbringen, wenn man dazu in der Lage ist. Denn wenn das nicht ist, und das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, ja, dann macht das Leben plötzlich nur noch halb so viel Spaß und es geht einfach vielen Leuten ja viel, viel schlechter als nur das. Ja? Und ich habe halt diese Erfahrung gemacht. Ich war halt wirklich ganz unten, was das subjektive Empfinden angeht und was mein Energieniveau angeht. Das ist halt, musst dir vorstellen, dass da funktioniert im Grunde genommen keine einzige Zelle mehr, da wird nirgendwo mehr ATP produziert. Und auch wenn du jetzt nicht sterbenskrank bist im Sinne von Krebs oder irgendwas, dass jetzt das so eine bedrohliche Situation ist, dass du sagst, ja, vielleicht mach das nicht mehr lange. Ja? Aber anfühlen tut sich ganz, ganz gruselig. Mhm. Und deswegen habe ich halt gelernt, dass was ich gelernt habe wirklich in der Zeit ist, dass Energie, ein hohes Energieniveau für alle Lebensbereiche in meinem Leben wichtig ist. Für meine Kreativität, für meine Inspiration, für mich selber und auch um andere Leute zu inspirieren. Für Kommunikation, für Empathie. Also ich, sowohl was meine Tochter zum Beispiel anbelangt, als auch sonst irgendjemand. Ich kann einfach viel mehr Verständnis für die Menschen aufbringen und mich in die Menschen hineinversetzen. Dafür brauche ich eine Menge Energie. Mhm. Ja. Wenn ich wenig Energie habe, wenn ich nur bei mir selber, dann ist mein Fokus klein, der Lichtkegel sozusagen ist ein kleiner. Und ich habe nicht diesen weiten Blick und nicht diese Weite im Geist und auch im Herzen. Jetzt hast du gesagt, du startest das neue Projekt, eben das Bio 360 zurück ins Leben, mit einem Podcast, dass das im Endeffekt für dich das Tool ist schlechthin. Ich kann es völlig nachvollziehen, aber mich würde es trotzdem interessieren, was hat dich letztendlich dazu gebracht, das über einen Podcast zu machen? Also warum Podcasting? Weil ich meine, es gibt ja auch 100.000 andere Sachen, die man tun kann. Was war für dich das Ausschlaggebende? Ja, vielleicht meine Begeisterung für Podcasts an sich. Also wie ich eben schon erwähnt hatte, ich hatte so ein Jahr vorher, hatte ich dann Kontakt zu Podcasts aufgenommen oder ich wusste vorher gar nicht, dass es Podcasts gibt. Vorher kannte ich Audiobooks und ich kannte Seminare und so weiter. Ich habe viele so Mitschnitte gehört von Seminaren und YouTube. Vorträge und solche Geschichten und plötzlich öffnete sich mir diese Welt von unglaublich hochwertigen Content, gerade aus dem Bereich USA, gerade was halt was Gesundheit angeht, gibt es einfach sehr, sehr, sehr hochwertigen Content dort und das hat mich erstmal total weggeflasht und ich bin dann richtig fast süchtig geworden und habe eine Podcast-Folge nach der anderen gehört und halt eine Strategie nach der anderen umgesetzt und Sachen bestellt und ausprobiert. Cool. Und das hat mich dann halt auch total nach vorne gebracht. Also ich habe dann Infrarotsauna gekauft, ich habe dann die Podcast-Folge in der Infrarotsauna geholt. Ich bin dann zu einem richtigen bin dann zu einem richtigen Biohacker geworden. Ich habe meine Kaltwasser-Exposition gemacht. Ich bin morgens mit nackten Füßen im nassen Gras spazieren gegangen, in Unterhose oder auch ganz nackt und habe mich von der Sonne bescheinen lassen und habe nur noch Knochensuppe plötzlich konsumiert, nachdem ich früher, ich war erstmal Omnivore und dann Vegetarier, dann Veganer, dann Rohveganer, dann habe ich Frugivore probiert und dann bin ich eher auf so eine Paleo-Diät gekommen.
und so weiter. Also ich habe wahnsinnig viel umgesetzt und habe so viel gelernt, auch aus diesen Podcasts. Und deswegen war das für mich so die Inspiration und dachte ich, das möchte ich auch machen. Ich finde das cool und ich glaube, ich kann das. Okay, also auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich wilde und spannende Story, wie du da hingekommen bist. Das ist cool. Ja, ja, vielleicht eine Sache, die ich kurz sagen möchte, dieses, ich kann das auch, weil ich habe ja verschiedene, jetzt ich paar Sachen anskizziert, die ich gemacht habe, also das Coaching, da die Seminare und auch jetzt das Podcaster sein, das sind drei Dinge, die ich nicht gelernt habe. Also ja, ich habe mich mit den Themen beschäftigt, ja, ich habe mich irgendwo vorbereitet, aber ich habe keine Universität besucht, ich habe keinen Workshop gemacht, ich habe keine Ausbildung genossen oder sowas. Und ich habe dreimal, vielleicht könnte man das Reiki noch dazu nehmen, das wäre da das viermal die Erfahrung gemacht, dass ich mich, wenn ich mich in eine Rolle begebe, einfach reinspringe und sage, das mache ich jetzt, ich bin das jetzt. Ich bin jetzt der Podcast, ich bin jetzt der Therapeut, ich bin jetzt der Seminarleiter, dass das Wissen dann sozusagen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich diese Position dann ausfülle, von ganz alleine. Als wenn ich irgendwo, als hätte irgendwo jemand mir einen Stecker reingesteckt und mich angeschlossen, so an den Kreis der Podcaster, an den Kreis der Therapeuten oder ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, aber es kommt nicht alles nur aus mir, sondern ich stelle mich in den Dienst von einer Sache und dann läuft die Sache. Meinst. Ja. Ja, und ich kann das dann auch. Und das möchte ich vielleicht den Leuten auch ein bisschen so als Inspiration mitgeben oder könnte eine Inspiration eine mögliche sein, Sachen zu wagen, sich zu fragen, was möchte ich eigentlich im Leben erreichen und dann einfach mal den Sprung hineinzuwagen, sich dahin reinzustellen, wo man vielleicht hin möchte. Und in meiner Erfahrung ist es halt so, dass es dann einfach funktioniert. Ja. Ja. Es gibt die Ängste, die man vielleicht vorher hat, gar nicht unbedingt berechtigt sind, weil sich die Dinge dann einfach ergeben. Ja. Aber es gibt ja auch Dinge, die vielleicht nicht unbedingt immer gleich funktionieren oder wie du gesagt hast, da gibt es so eine Unfallserie, die auf einmal wie aus dem Nichts auftaucht, wo dir ein Missgeschick nach dem anderen passiert und so weiter. Was war denn bisher so deiner Erfahrung nach dein größter Fehler, den du bisher als Unternehmer gemacht hast und wie ist es dazu gekommen? Ja, als Unternehmer weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Große Fehler waren, was diese Unfallserie angeht, da nicht drauf zu hören. Das hat halt lange gedauert, da die Ohren aufzusperren. Deswegen musste ich mir die Knochen ein paar Mal brechen. Und als Unternehmer würde ich sagen, bin ich gerade noch dabei zu versuchen, alles alleine zu machen. Und das wächst mir gerade so ein bisschen über den Kopf. Und das identifiziere ich jetzt gerade so als einen Fehler und versuche jetzt gerade meine Fühler auszustrecken im Sinne nach Partnerschaften. Ich suche gerade kräftig nach Leuten, die den Blog für mich betreiben beziehungsweise ein bisschen schreiben können, sodass ich mich deutlicher auf meine Kernkompetenzen konzentrieren kann. Das ist nämlich definitiv der Podcast und weniger das Schreiben. Ich schreibe gute Artikel, aber ich brauche ewig dafür. Und da gibt es Leute, die können das besser. Und ich möchte mich viel lieber auf meine Interviews, ich mache sehr hochkarätige, sag ich mal, ausladende Interviews und ich möchte mich sehr gerne sehr, sehr gut auf diese Interviews vorbereiten, weil mein Anspruch so ein bisschen ist, ein Content zu liefern, also ein Thema auf eine Art zu behandeln, dass man nirgendwo anders mehr gucken muss. Es ist oft bei anderen Podcasts, ist es so, die versuchen es kurz und knapp zu machen und das ist ein absolut legitimes Vorgehen. Verstehe ich, das mag auch sein, dass das sehr erfolgreich ist. Es ist alles gut. Für mich persönlich ist es so, ich höre in solche Podcasts rein und es geht um ein interessantes Thema und dann mache ich, und dann ist die Folge zu Ende und dann denke ich so. Und jetzt interessiert es mich und jetzt muss ich irgendwo gucken, wo ich mich jetzt weiter informiere. Und das ist, hat man bei Bio 360 nicht. Das ist mein Anspruch. Wenn du fertig bist mit einer Episode bei mir, dann weißt du Bescheid. Okay, das ist cool. Also ich finde beides völlig legitime Geschäftsmodelle. Ja. Das eine ist halt für den, der einen Quick and Dirty einen Überblick haben will. Und der andere, der halt sagt, jetzt gibt's mir richtig hart, jetzt will ich alles wissen bis ins Detail. Also ich glaube, dass beides ziemlich gut funktionieren wird.
Ja, ich werde vermutlich auch in der nahen Zukunft so ein bisschen beides anbieten, versuchen da so einen Weg zu finden, dass ich sowohl kurze Informationen anbieten kann, als auch dann immer den nachgelagerten Schritt wirklich tief ins Detail. Ich wollte sagen, könnte man ja vom Prinzip einfach so machen, dass du praktisch die erste Episode zu einem Thema, also das Thema immer praktisch zweifach splittest, dass die erste Episode als Solo machst, über, was weiß ich, 10, genau. 15 Minuten, wo du das Thema anreißt, dass der User einfach mal das Gefühl kriegt, jupp, interessiert mich oder nee, ist nicht mein Ding. Und danach praktisch dann dieses ausladende Interview kommt, wo dann einfach keine Fragen mehr offen bleiben. Genau, so in so eine Richtung geht das auch schon und das, da habe ich schon mit angefangen. Okay, cool. Und in so eine Richtung wird das gehen, ganz genau. Cool, da drücke ich dir die Daumen. Ja, vielen Dank. Hast du denn auch mal Tage, wo du mal keine Lust hast, irgendwas zu tun? Naja, im Moment bin ich gerade in so einer Situation, wo ich mir wahnsinnig viel vorgenommen habe und gerade gar nicht es schaffe, wirklich was abzuarbeiten. Und das lähmt mich so ein bisschen. Und da das nagt dann auch an der Motivation, obwohl es die Motivation müsste ja eigentlich sein, ich muss jetzt ganz viel machen oder ich bin motiviert zu machen, aber ich komme nicht so richtig nach vorne. Und da gibt es, ich kenne ja jemanden in Frankreich, das ist ein Deutscher, und der inspiriert mich gewissermaßen und ich denke immer an den. Ich habe dem einen Auftrag gegeben, was an meinem Auto umzubauen. Und andere Mechaniker hatten vorher schon die Segel gestrichen und gesagt, nee, das geht gar nicht, viel zu kompliziert und super schwierig und so weiter. Und er hat so eine Herangehensweise, dass er nie den Berg sieht, sondern immer nur den einzelnen Schritt. Und deswegen überhaupt keine Angst hat vor irgendeinem Projekt. Er baut selber an einem riesengroßen Haus rum und also er geht jedes Projekt, was er angeht, völlig gelassen an, weil er weiß, es ist nur eine Serie von Schritten und ich muss einfach nur einen Schritt vor den anderen setzen. Und ich versuche mich, soweit die Theorie. Ich versuche mich jeden Tag mit ihm zu inspirieren, denke jeden Tag an ihn und denke, es ist kein Berg, mach einfach weiter, heute machst du das und morgen machst du das und es wird schon gehen. Und ich hoffe, dass ich so in ein, zwei Monaten allerspätestens durch bin, durch diesen die Treppe erklommen habe und dass ich dann ein bisschen mehr Luft bekomme. Ja, okay, cool. Das heißt einfach, das große Projekt zerlegen in viele kleine Projekte oder Teilprojekte und die dann einfach Step-by-Step abarbeiten. Genau, ich glaube, das ist der richtige Weg. Ansonsten bin ich total motiviert, weil es meine Leidenschaft ist und ich freue mich darauf, wenn ich in absehbarer Zeit mich nicht mehr um 1000 Sachen gleichzeitig kümmern muss, und sondern mich ein bisschen besser wieder fokussieren kann auf den Inhalt, mich selber zu bilden, mich gut vorzubereiten und richtig interessanten Content einerseits zu erstellen, andererseits klasse Interviews zu machen und so weiter. Weil das macht mir eine Menge Freude. Ja. Also dieses Outsourcen und nicht alles alleine machen müssen und wollen, das ist, glaube ich, auch in meinen Augen einer der ganz, ganz großen Schlüssel zum Erfolg, dass man Sachen abgibt und eben am Unternehmen oder an der Unternehmensidee arbeitet und nicht permanent nur in der Idee, was ich am Anfang natürlich nicht ganz vermeiden lässt. Ja, darf ich dich da mal was fragen? Wie hast du das Ding gemacht? Wenn ich Rockmusiker bin, dann ist das nicht so, dass ich mal 4 Songs schreibe und sage, ich würde gerne Band machen und dann hole ich mir Mietmusiker für 250 Euro am Tag und bezahle die dann. Ja, das kann ich mir gar nicht leisten, sondern ich suche mir Leute, die auch an mich oder entweder an meine Songs glauben oder sagen, wir haben Bock und wir machen ein Projekt zusammen und sind alle natürlich bereit, jetzt erstmal ein Jahr oder was weiß ich, viel Energie reinzustecken, ohne irgendwas damit zu verdienen und Gigs ranzuschaffen und eine Platte zu machen und Demo zu machen und so weiter. Jetzt bin ich in dieser Situation und ich kann ja jetzt nicht alles auslagern und Leute Artikel für mich schreiben lassen, das kostet ein Vermögen. Ja, wie hast du das denn gemacht? Ja. So wie das eigentlich viele andere auch gemacht haben. Natürlich angefangen und alles selber gemacht, ganz klar. Um einmal erstmal zu gucken, funktioniert überhaupt diese Idee, die ich habe. Und dann nach und nach, ich habe halt wirklich das eingenommene Geld, was ich verdient habe. Das habe ich dann alles, nicht alles, aber einen Großteil von dem habe ich dann wieder reinvestiert und habe dann wirklich auch überlegt, okay,
jetzt bin ich hier an dem Punkt angekommen, da könnte ich mehr machen, also von den Ideen und auch von der Umsetzung, aber ich kann es nicht, weil meine Zeit einfach limitiert ist, weil mein Tag natürlich auch nur 24 Stunden hat und ich eben nicht 24 Stunden am Rechner sitzen will, auch wenn mir Spaß macht, das, was ich tue, und habe dann wirklich angefangen zu überlegen, okay, was sind die Bereiche, die Geld bringen in meinem Projekt und was sind die Bereiche, die Geld kosten? Habe natürlich versucht, das eine hoch zu skalieren, das andere runterzuschrauben und mir dann Leute gesucht, die praktisch die Bereiche, die Geld bringen, mir verstärken, wo ich dort einen Hebel ansetzen kann. Das heißt, die dann, was weiß ich, irgendwelche Projekte mit erstellen, die Technik übernehmen. Beispiel heutzutage jetzt einfach, die meine Podcast-Episoden schneiden, also ich schneide halt auch nicht mehr selber, die mir den ganzen WordPress-Kram machen, weil das sind alles Dinge, ich weiß zwar, wie es geht und kann es auch oder könnte es auch machen, aber ich habe keinen Bock drauf. Das macht mir einfach keinen Spaß. Mhm. Und für sowas suche ich mir einfach Leute, wo ich sage, okay, dem einen, dem macht das total Spaß, im WordPress rumzufingern und irgendwelche Sachen zu schreiben und zu programmieren. Ja, Ali Hopp, bist du genau der richtige Typ, dann mach den Kram. Der nächste ist super super kreativ, wenn es um irgendwelche Designsachen geht. Da habe ich zwei linke Hände. Wenn ich irgendwie ein neues Cover für irgendein Produkt oder so brauche, sage ich einfach grob, okay, das ist die Idee vom Produkt, das und das soll das können. Oft habe ich auch schon grob eine Idee vom Cover, aber ich könnte das nie umsetzen, weil ich kein Designer bin. Also lasse ich es machen. Das ist aber das sind alles Leute, die sozusagen auf deiner Payroll stehen. Also du bezahlst natürlich pro, ja. Klar. Ja, in die Richtung ging ja gerade dann meine Frage. Ach so. Okay. Weil ich habe so ein bisschen so das Gefühl, ich brauche eher einen Partner, weil ich mir das ja gar nicht leisten kann, jetzt alles schon zu diesem frühen Zeitpunkt, wo ich praktisch keine Einnahmen habe, ja, alles auszulagern. Ja, okay, aber ja, kann ich verstehen. Das ist ein Punkt, da solltest du dir die Frage stellen. Also rein unternehmerisch betrachtet, ein Unternehmen hat ja in der Regel keinen Selbstzweck, sondern da geht es ja eigentlich darum, dass das Unternehmen Geld abwirft, dass man damit natürlich Geld verdienen kann. Und dann halt einfach schauen, okay, früher oder später muss ich es eh outsourcen. Und am Anfang sind die Dinge noch relativ klein. Das heißt, ich kann jetzt schon mal Fehler machen, in der Personalplanung, kann jetzt schon mal Fehler machen im Hiring-Prozess, wenn ich Leute anstelle oder mir Freelancer suche. Die Fehler kosten jetzt quasi nichts, weil ich sag mal, Leute auf dem Einstiegsniveau, die kriegst du je nachdem wo auf der Welt, ich sag mal, zwischen $5 und $50 die Stunde. Und ich mache lieber einen Fehler, wenn ich jemanden einstelle, der $5 oder $10 die Stunde kriegt, als wenn ich dann später mal einen Fehler mache, weil ich einen Geschäftsführer einstellen will, der dann, was weiß ich, 10.000 oder 15.000 Euro im Monat kriegt. Und das aber mein erster Hiring-Prozess ist und ich da gleich ins Klo greife. Also das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber je später du die Fehler im Prozess machst, desto teurer werden die. Das heißt, selbst wenn du jetzt dann das Geld noch nicht hast, um etwas umzusetzen, würde ich es trotzdem tun, weil du glaubst ja an das Projekt. Das heißt, ja, das Geld hätte ich schon, aber es wäre dann natürlich schnell weg. Ne? Also wenn ich jetzt... Dafür musst du schneller arbeiten dann. Und auch ganz kurz, wenn ich dich da noch unterbreche, dass das Geld schneller weg ist. Ja, definitiv. Aber wenn du nur mal rein rechnerisch betrachtet eine Person Vollzeit mit reinnimmst, die qualifiziert Vollzeit an deinem Projekt arbeiten kann, geht das Geld zwar schneller weg, aber du kaufst dir das Doppelte an Zeit. Das heißt, du kannst mit doppelter Geschwindigkeit arbeiten. Ja, ich denke ja in Richtung Partnerschaft, ne? Also nicht jemanden zu bezahlen, sondern jemanden ins Boot zu nehmen und mit dem halbe zu machen oder Drittel. Kann genauso funktionieren, natürlich. Also das ist auch eine völlig legitime Sache, wobei da wieder die Überlegung ist, keiner kann alles. Und ein Partner ist in der Regel teurer als ein Angestellter, weil ein Partner, wenn das Unternehmen rockt, dem gehören 50% oder wie auch immer man sich einigt. Ein Angestellter, der kriegt seinen Stundenlohn, egal, denn das ist der Vorteil und aber auch gleichzeitig ein Nachteil, egal ob dein Unternehmen gut läuft und du Millionen nach Hause karst oder ob dein Unternehmen nur Minus schreibt. Mhm, klar. Also das ist wieder so, naja, Unternehmertum halt, aber ich glaube, da könnten wir allein irgendwie eine komplette Serie über, was ich, 10 oder 20 oder 50 Episoden machen, um das
weiter aus, um da weiter auszuholen. Hm, ja. Da uns die Zeit aber davon rennt, würde ich jetzt wieder zurückschwenken. Du hast das clever gerade gedreht, dass der Podcaster plötzlich den Podcaster interviewt und nicht. Aber okay. Du, zum Schluss noch schnell die Blitzlichtrunde, die möchte ich mit dir noch gern durchgehen. Hier besteht die Aufgabe drin, dass du möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn möglich in einem einzigen Wort und einem kurzen Satz die Fragen beantwortest, okay? Ja. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer oder selbstständig zu werden? Ich glaube, ich hatte nie die Motivation. Ich habe mir die Frage nie gestellt und ich habe eher immer Zeit vor Geld gestellt. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Vielleicht mir einen Coach zu suchen. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Authentizität. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Authentizität. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Authentizität. Okay, ich sehe, das wird interessant. Wirklich. Also das, okay. Ja, genau. Nee, glaube ich dir, passt schon. Also ja. Gibt alles hin. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Ja, ich habe einen Coach gesucht und das hat auf jeden Fall jetzt den Weg in den Neustart geebnet, auch wenn der mir jetzt viel Arbeit erstmal bringt. Aber ich denke, Ressourcen zu holen, wir hatten gerade darüber geredet, jemanden anzustellen, Sachen auszulagern, das bringt mich am meisten weiter, ganz sicherlich. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Oh. Ich würde gerne mal ein Kamingespräch mit Dr. Dietrich Klinghardt führen. Ich würde ihn auch gerne in meinem Podcast haben und arbeite da noch dran. Aber er ist irgendwie ein geiler Typ und ich würde ihm gerne mal so ein paar Fragen auch stellen, jenseits von einem Podcast. Ja, das wäre so eine Person. Mhm. Über welches Thema würdest du ihn Fragen stellen? Es wird dann um Gesundheitsthemen gehen. Also da würden mir jetzt noch ein paar andere Leute einfallen, aber das kam jetzt als erstes so vor Augen. Okay. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Authentisch sein. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Was ich ständig benutze, ist Wunderlist. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist einfach nur so ein To-Do-Ding. Das gibt's für Mac, PC, Telefon. Und ich muss immer mal wieder relativ ungeordnet einfach mal was aufschreiben, oder? Und das kann ich halt einfach, das gibt's auf Android gibt's ein Widget, da klicke ich einfach nur auf Plus und dann tippe ich irgendwas ein und dann habe ich das sofort in meinem Bio 360 Kategorie sozusagen und dann gucke ich da ab und zu durch und ja, dann gehen mir die Dinge einfach nicht flöten. Okay, also das ist eine Art Notizbuch, das quasi. Genau. Okay. Wie gesagt, nichts Großes, aber für mich ist das Gold wert. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen und worum geht's darin und kannst du es empfehlen? Ich werde mir jetzt ein Buch kaufen, nachdem ich gestern ein Interview über DMSO geführt habe, werde ich mir jetzt das DMSO-Handbuch kaufen. Okay, was auch immer DMSO ist. Das ist ein total faszinierender Stoff, ein altes, vergessenes Heilmittel. Und da habe ich gestern ein riesen Interview drüber geführt und das interessiert mich jetzt richtig und deswegen werde ich mir dieses Buch kaufen. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Was ist dein größter, bisher unerfüllter Lebenswunsch? Ja, im Moment ist mein größter unerfüllter Lebenswunsch, mich auf meine eigenen Beine zu stellen. Gut, da habe ich immer schon gestanden, ehrlich gesagt, egal ob als Musiker oder als Freelancer. Aber ich möchte jetzt mein eigenes Projekt auf die Beine stellen und davon ein gutes und glückliches Leben führen. Cool. Und zwar ortsunabhängig,
mit meinem Laptop und meinem Mikrofon. Ja, so wie es sein soll, genau. Und sehr cool. Und ganz für den Abschluss des Interviews noch eine ganz spezielle Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Oh, mein 20 Jahre alten. Sauf nicht so viel, rauch nicht so viel, nimm nicht so viel Drogen. Genau, in die Richtung geht das. Ich würde es versuchen, ihm zu erklären, dass die Bedürfnisse, die es hat, oder die, also die ist das 20-jährige Ich, nach Kommunikation, nach Selbsterfahrung zum Beispiel, nach Geltung und so weiter, das ist nicht nötig ist, dafür ein so gesund, so ungesundes Leben zu führen, sondern dass ich halt auch einfach viel verpasse im Leben, in dem ich so lebe. Ja, das stimmt. Okay, cool. Unka, es hat einen riesen Spaß gemacht, dir zuzuhören. Wilde, recht unkonventionelle Story, das auf jeden Fall. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und dann sag uns auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können und wo wir mehr über dich erfahren. Ja, einen letzten Tipp. Achte auf deine Gesundheit. wir haben heutzutage eine Situation, wo wir sehr viel Toxizität haben. Wir haben eine hohe Belastung durch elektromagnetische Felder. Wir sind so vielen Stressoren ausgesetzt. Also wir sind chronischem Stress ausgesetzt und so weiter. Das sind so viele Faktoren, Stressoren, die auf uns einwirken. Das geht nicht lange gut und wir sehen auch anhand der Statistiken, was neurodegenerative Krankheiten und so weiter angeht, Alzheimer, dass es ganz schön bergab geht und wir müssen dem entgegenwirken. Ja, und es ist kein Spaß, ab 60, 70 wirklich in eine fatale Kette von Erkrankungen zu geraten und so sein Leben zu beenden. Das ist heutzutage Standard. Früher hat es das nicht gegeben. Das ist eine längere Diskussion. Aber früher sind die Leute gesund gestorben. Und heutzutage tun sie es nicht mehr und das möchte ich keinem gönnen und deswegen möchte ich einfach die Leute inspirieren, da so ein bisschen das Heft in die eigene Hand zu nehmen und da so ein bisschen entgegenzusteuern. Okay, cool. Wo finden wir Informationen über dich? Ja, ich möchte voranschießen, dass ich ein Geschenk für den Zuhörer habe und zwar... Geschenke sind immer gut. Dankeschön. Ja. Was gibt's denn? Und zwar habe ich jetzt... erstmal mein gesamtes Wissen sozusagen zu einem Paket zusammengeschnürt und das ist ein E-Book als Zusammenfassung. Das ist eine Serie es ist ein Audio-Workshop, wo ich den Hörer sozusagen durch 11 Schritte leite, wie man zu mehr Energie für ein erfülltes Leben kommt. Und das ist normalerweise ein Bezahlprodukt, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin und das möchte ich jetzt deinen Hörern einfach mal umsonst offerieren. Das ist cool. Vielen Dank dafür. Sehr cool. Verlinken wir natürlich in die Shownotes. Das heißt, jeder, der sich das E-Book holen will, einfach ab in die Shownotes auf die Seite und dann her mit dem Buch. Wunderbar. Genau, das ist, wie gesagt, das ist nicht nur ein Buch. Das Buch ist sozusagen noch nur eine Dreingabe. Das ist eine E-Mail-Serie, das ist ein Audiokurs und dann gibt's nochmal als Zusammenfassung und quasi das ein großes E-Book, wo man nochmal nachschlagen kann, wenn man irgendwas vergessen hat oder einfach nochmal schneller sozusagen an die Informationen kommen möchte. Perfekt, sehr cool. Website von dir ist welche? Wo finden wir dich? bio360.de. Okay, bio360.de. Punkt, sehr cool. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 539 in das Suchfeld ein und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Hol dir auf jeden Fall den Kurs, den Unkas hier kostenlos anbietet, ebenfalls natürlich auch in den Shownotes verlinkt, ganz klar. Unkas, bei dir nochmal vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ja, vielen Dank, Tom, für das schöne Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns nochmal irgendwann. Sehr gerne. Danke, dass du hier warst. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du Angestellter und hast es satt, für andere zu arbeiten?
Dann zeige ich dir, wie du in 6 Monaten deinen Chef feuern und den Montagmorgen wieder genießen kannst. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule zu meinem kostenlosen Training an. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast richtig gutes Geld verdienen kannst. Podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.